Hallo und herzlich willkommen zum neuen Eventwochenvideo und auch hier 20 Trillionen Dollar mit ausgewählten Überfällen und auch jetzt die Panda-Statue einmalig erhältlich. Auch aber auch hier, wie gesagt, müsst ihr für die wöchentliche Aufgabe die Panda-Statue heißt abschließen, ohne zu sterben oder ein Leben zu verlieren. Das ist halt auch wichtig. Da bekommt ihr auch noch den Hut. Den blende ich euch auch noch einmal hier ein. Dann kommen wir zur Community-Aufgabe. Da gibt es dreifach Geld und RP drauf. Neue Community-Jobs, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Doppelt Geld und RP auf die Caio Perico-Serie. Das sind solche Rennen. Dann einmal den Azul Don Caio Perico-Modus. Und auch Caio Perico selbst findet solche Kisten. Diese könnt ihr, wie gesagt, auch noch einsammeln. Auch nochmal doppelt Geld und RP drauf. Dann, wie gesagt, 50% Rabatt auf die Panzer, auf die Munition und natürlich auf die Körperpanzerung, egal welcher Stufe. Dann noch auf zwei Fahrzeuge, einmal das Radbike und einmal die Zombie Chopper. Auf diese beiden Bikes ebenfalls nochmal 50% Rabatt drauf. Dann kommen wir zum nächsten Rabatt, und zwar einen Rabatt habe ich noch, und zwar die Manches Scout ist hier auf jeden Fall auch noch im Rabatt. Dann habe ich noch ein paar Immobilien- und Fahrzeugrabatte. Diese sind aber nur 30% reduziert. Einmal die Kosatka selbst und alle Kosatka-Verbesserungen. Hier persönlich finde ich besonders wichtig den Sparrow, die Waffenwerkstatt, die Lenkraketen und das war's soweit. Als andere könnt ihr euch holen, wie ihr wollt. Dann den Stinger. Von Crotty Stinger, dann das Avisa, das ist ebenfalls kostenlos, kommt in die Kosatka rein, den Michelli GT, den Squaddy und zu guter Letzt haben wir noch ein Auto bzw. Van und zwar den Slam Truck. Von den Autos muss ich sagen, ist jetzt keins mehr so, was mich jetzt in irgendeiner Form ansprechen würde. Kommen wir jetzt 50% auf den Gun Van. Zwar hier auf die Combat Shotgun gibt es 50% drauf, dann auf alle Wurfgeschosse und Körperpanzerungen hier ebenfalls 50% drauf. Und als GTA Plus Mitglied kriegt ihr nochmal 50% aufs gesamte Inventar irgendwie, was da beim Gunman so gibt. Kommen wir dann jetzt zum Schrotthandel, heißt also Salvage Yard. Als erstes haben wir dann den Überfall auf das Schiff. Auf den Cargo Ship heißt mit dem Pegassi Torero unter dem Top Tier. Finde ich persönlich okay, kann man zu zweit auf jeden Fall machen, ist easy. Kommen wir dann zum nächsten heißt, das ist der Duggan heißt mit dem Mammoth Period Mill Spec Standard Tier. Hier kann man zu viert easy einsteigen, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist der Duggan Überfall. Kommen wir zum MC Tony heißt, da haben wir den Arnis Helion als Low Tier. Kann man auch hier aber leider nur zu zweit wohl machen. Ist nun zwei Sitze, alle anderen, wie gesagt, wenn ihr nur einen Zweitürer haben, dann müssen die anderen, wie gesagt, sich ein eigenes Fahrwerk oder Fahrzeug suchen. Kommen wir dann jetzt zum Podiumsfahrzeug. Und dieses ist, der Brustlut. Also wie gesagt, hier, Geschmackssache, Leute. Meiner Meinung nach ist das Auto nicht so gut. Kommen wir dann jetzt zum und das Kamit-Fahrzeug ist der Remus und da muss man 3 Tage in Folge Rennen gewinnen. Und der Remus ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber gucken wir mal, wie gesagt, ich finde jetzt nicht so gut. Dann kommen wir zum den Testfahrzeugen und die Testfahrzeugen sind den Premium Deluxe, das ist da, wo 2 Autos drin sind. Einmal dem BF Raptor und der Crotty Stinger. Der Lambadati Michelli GT, der Western Radbike und der Western Zombie Chopper, das ist bei Simeon. Und bei Luxury Autos haben wir dann den Arnis Eurus X32, den Digley Sviguero ZX in der Cabrio Variante. Im Los Santos Kamit auf dem Test Track befindet sich der Dinka Veros, das ist so ein Quad. Dann der Grotti Carbonizare und der 9F. Von Obey. Als Premium-Testfahrzeug befindet sich dann noch auf den Next-Gen-Konsolen einmal der Crotty Brioso R-A.
Dann kommen wir jetzt zu den Premium-Rennen und Zeitrennen. Und da haben wir das Premium-Rennen Crossing Path oder Path, wie das ausgesprochen wird. Dann haben wir das Zeitrennen Maze Bank Area, das HSW-Zeitrennen Alternates to Elysian Island. Und das soll dann soweit erstmal, wie gesagt, mit der kompletten Eventwoche gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst dem Video doch gerne ein Like. Da würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann auch noch im nächsten Video oder im nächsten Stream wiedersehen. Euer Zockerbeast 91 und ciao.